Sonntag in aller Ruhe, losi an Flori zu. Ein gemütlicher Frühstücksplausch mit Florian Michelbauer. Heute bin ich gut drauf. Ja, bei der Musi, da muss man ja gut drauf sein. Die Seeseitenmusi leitet mich jetzt mal ein mit der Kennmelodie, den Gamsjägerbayerischen, da reißt es an die Haxen aus. Liebe Zuhörer, der Flori Michelbauer ist wieder mal dran und wünscht euch einen schönen guten Morgen, einen schönen Sonntag. Und ich freue mich natürlich, dass ihr mit mir wieder ein kleines Stündchen, wenn es auch nicht mehr ist, aber dafür heftig verweilt. Ich habe mich auf eine kleine Rundreise begeben, unter anderem auch nach Kärnten, und habe einen kleinen Abstecher nach Slowenien gemacht und beim Sascho Ausenik in Begunje vorbeigeschaut, der zufällig daheim war. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, lieber Sascho. Und gleich mal als erstes der Name Sascho. Von wo kommt der her? Getauft bin ich Sascho Alexander. Es kommt, habe ich gelesen, aus Griechenland. Eine Version ist aus Russland. Ich weiß nicht, woher der genaue Name kommt, aber es gibt eine kleine Geschichte hinter meinem Namen. Mhm. Nämlich Slauk und Brigitte haben eigentlich 5 Kinder gehabt. 2 Mädchen sind gestorben bei einem Unfall. Und die waren Irena und Sascha. Und ich habe wegen Sascha dann Sascha den Namen bekommen. Mhm. Und Sascha mit A ist bei uns Mädchen und mit O ist Junge. Du bist sehr gefragt mit deinem Ensemble. Ihr spielt Konzerte und ihr spielt aber auch in sogenannten Festzelten, glaube ich. Und macht dir das auch genauso Freude, wie wenn ihr jetzt so ein Obergreiner-Konzert spielt? Ja, im Ausland gibt es auch Festzelte und da haben wir mit meiner Gruppe gesagt, wir spielen Maximum bis 23 Uhr, weil normal übernimmt dann ein DJ und die Bar und so. Und ich habe gesagt, es ist mir so schade, dass ich vielleicht um 11 Uhr dann Hirtenlied spiele oder der Wind bringt in mein Lied und von hinten kommt dumm, dumm, dumm. Und deswegen haben wir gesagt, die jungen Leute kommen zu uns auch. Ja, 3 Stunden reicht mit Oberkleiner Musik, dann können die auch in die Bar gehen und DJ hören, weißt du, weil früher wollten die auch, dass wir in Österreich 4 Stunden spielen und auf einer Seite wir und auf der anderen der DJ und dann trennt sich das Ganze. Ja. Und so habe ich lieber, dass die Jungen auch da eine gewisse Zeit bei uns zuhören und dann erst in die Disco. Und wo bist du dann auf der Bühne? Bist du am Schlagzeug oder auf der Gitarre oder am Keyboard? Wo findet man dich? Nein, dann bin ich bei der Bar, weil im Ausland spielen wir keine moderne Musik. Also in Österreich und in Deutschland. Wenn wir in Slowenien moderne Tanzmusik spielen, dann gehe ich hinter den Schlagzeug. Also das heißt, in Deutschland kann man dann mit dir auf ein Schnapsal gehen um die Zeit. Sascho, was ich auch immer so bewundert habe bei der Obergreiner Musik, nämlich die Tonarten. Es ist ja üblich, dass man für die Bläser das meiste klingend in B, S und A-Dur schreibt. Das heißt also 1B, 2B. So sind auch die meisten österreichischen Blasmusikmärsche komponiert worden in diesen Tonarten. Das heißt, der Komponist hat auf die Blasmusik Rücksicht genommen. Bei deinem Opa war das nicht so, der hat das Akkordeon genommen und hat einfach die Dur gespielt, die ihm sympathisch war, ohne Rücksicht auf die Bläser. Ich habe Opa gefragt, warum hast du Hoch auf Bergeschen in C nicht gelassen, sondern hast du in Cis aufgenommen? Ja. Ne? Weil die klingen so. Ist in C, in Cäsar. Ja. Er hat gesagt, er wollte immer die Tonart nehmen, die ihm am besten gefällt. Und das konnte er sich ja nur leisten, weil er durch Philco so gute Bläser dann gehabt hat. Und jetzt, liebe Zuhörer, kommt ganz was Außergewöhnliches. Sascho hat mir nämlich das Akkordeon, die Honamarino VM von seinem Opa von Slauk Ausenik, in die Hand gedrückt und mich so quasi gebeten, dass wir auch mitsammen irgendwas live spielen. Ich bin ganz überrascht. Ja, ich bin zwar schon sehr, sehr weit weg von dieser Literatur. Wie gesagt, diese Obergreiner Musik habe ich vor 50 Jahren und vor 40 Jahren gespielt als Vorbildmusik und habe dann später meine eigene
Musik gefunden, meine eigene Linie. Aber trotzdem spiele ich jetzt mit Sascha ein Stickerl aus alten Zeiten. Ich werde mich bemühen, vielleicht haut es noch ein bisschen hin. Muss mir ein bisschen das Instrument anschauen. Muss nur ein bisschen die Register durchprobieren. Und in der Zwischenzeit hat der Sascha die Gitarre umgehängt, die für ihn genauso problemlos ist wie das Akkordeon. Er ist ein großer Künstler und sehr vielseitig, habe ich ja eingangs schon gesagt. Achso, das ist das. Ja, und so weiter, gell? Schön, ja. Prickelt. Ja, die hat was. Ja. Weißt du, die haben früher noch hier hinten Kabinen gemacht. Das haben die neuesten nicht, wo wir von Honor gesprochen haben. Weil wenn du Register wechselst, gibt es bei alten diese Komore. Register wechseln eigentlich hier hinten, da ist die Mechanik. Vorne hat sie mehr Raum für die Stimmen, Soundkomor. Und bei den neuen Morinos ist hier vorne die Mechanik, also unter der Maske, die haben weniger Raum. Ich habe alte, diese und neue im Studio verglichen, wir haben Frequenzen gemessen. Oben, unten alles gut, Mitte, aber die tiefen Mitten hat die ganz viel mehr wie die neueste. Und da kommt die Weiche. Wir machen zwei, drei Aufnahmen. Spaß, ja, ja. Nicht zu danken. Ich danke dir.